Eine der zauberhaftesten Geschichten dieses Jahres erblüht vor unseren Augen. Don Bluth, Schöpfer von In einem Land vor unserer Zeit und Däumeline, nimmt alle großen und kleinen Kinder auf eine wundersame und aufregende Fantasiereise mit, die jeden überrascht und begeistert. Der Zaubertroll. Alles fängt damit an, dass der liebenswerte kleine Troll Stanley... Ich lasse nicht zu, dass er noch mehr von diesen Ding als ich... Blume? ...von einer bösen Königin in einen dunklen Park verbannt wird. Ich fühle mich herrlich, böse und verwerflich, mich genogert und so gemein. Dort trifft er auf ein kleines Mädchen und ihren Bruder Gus. Wer ist das? Ich bin Stanley. Und wie heißt du? Rosie. Pass auf. Gemeinsam gehen sie auf eine abenteuerliche Reise und erfahren die unglaubliche Magie von Stanleys erstaunlichen Zauberkräften. Du musst nur immer einen Traum haben. Hinterher! Bis die böse Königin herausbekommt, wie viel Spaß die drei haben. Halt dich gut fest, Rosie! Ah! Von wegen! Wir haben Kenogga besiegt. Jetzt können wir alle an einer wundervollen, bezaubernden Freundschaft teilhaben, die wächst und erblüht. In einem Film, der alle Herzen zum Singen bringt. Der Zaubertroll. Wenn man nur fest genug an sich glaubt, kann einem alles gelingen.